Ja, und wir sind jetzt im Top 1. Und als erstes zu Wort gemeldet hat sich Gerald Loacker von den NEOS. Und die Gehaltserhöhung für die öffentlich Bediensteten und die ist mit im Schnitt 7,3% respektabel ausgefallen. Und wir gönnen natürlich den öffentlich Bediensteten diese Erhöhung. Aber denen, die das Geld empfangen, stehen immer auch die gegenüber, die das Geld aufbringen, die also diesen öffentlichen Dienst finanzieren. Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler waren bei dieser Verhandlung um das Dienstrecht, um die Gehaltserhöhung für den öffentlichen Dienst schlecht vertreten, Herr Vizekanzler. Die Interessen der Steuerzahler waren eigentlich gar nicht vertreten. Im Gegenteil. Der Vizekanzler hat in seiner Zuständigkeit für den öffentlichen Dienst bereits im Oktober Besserstellungen verkündet, höhere Einstiegsgehälter verkündet, höhere Zulagen verkündet. Und nachdem er diese Geschenke bekannt gegeben hat, ist er daran gegangen, die Prozenterhöhung zu verhandeln. Das macht ja kein ernstzunehmender Verhandler um Gehaltserhöhung. Man würde sich normalerweise vorher überlegen, arbeitgeberseitig, was habe ich denn zum Hergeben, wo schmerzt es mich nicht so, zum Beispiel bei den Einstiegsgehältern, und würde sagen, im Gegenzug, ihr bekommt bessere Einstiegsgehälter, dafür fällt die Gesamtprozenterhöhung nicht so hoch aus. Oder man könnte sich überlegen, bekomme ich im Gegenzug zu den höheren Einstiegsgehältern etwas anderes, nämlich wir streichen die bezahlte Mittagspause für den öffentlichen Dienst oder wir streichen die Sonderregelung für den Karfreitag. So etwas hätte man sich überlegen können, aber das hat der Herr Vizekanzler nicht gemacht, sondern hat zuerst alles hergeschenkt und ist dann mit runtergelassenen Hosen in die Verhandlungen mit der Gewerkschaft öffentlicher Dienst gegangen. Und das habe ich im Ausschuss angesprochen, und dass man da mehr herausholen hätte können, und der Herr Vizekanzler hat mir entgegnet, das spielt ja keine Rolle, ob dann 6,3 oder 7,3% herauskommen. Ja, so kann man natürlich mit Steuergeld umgehen, aber so soll man nicht mit Steuergeld umgehen. Ob es nämlich 6,3% sind oder 7,3%, macht 135 Millionen Euro Unterschied, und das jedes Jahr. Und weil sich ja solche Prozenterhöhungen aufsummieren, ein Zinseszinseffekt da die Folge ist, wird das jedes Jahr noch teurer. Die Regierung und ihre vorherigen Regierungen sind ja bekannt dafür, dass sie sich gerne beraten lassen von externen Beratern, und es ist oft rausgeworfenes Geld, aber in diesem Fall wäre es vermutlich gescheit, vor dem Verhandeln mit der Gewerkschaft öffentlicher Dienst sich einmal von Profis beraten zu lassen, weil in Wirklichkeit, wenn die Mitarbeiter aus der Sektion das verhandeln, arbeitgeberseitig, verhandeln ja Leute aus dem öffentlichen Dienst arbeitgeberseitig mit Leuten aus dem öffentlichen Dienst arbeitnehmerseitig und verhandeln in die eigene Tasche hinein. Das ist eigentlich ein Interessenkonflikt, der so nicht stattfinden sollte. Darüber wäre dringend nachzudenken, nämlich im Sinne der Steuerzahler, die solche Wohltaten dann auch finanzieren müssen. Gerald Loacker, der Clubobfrau-Stellvertreter von den NEOS, war das.